gerade mal eben hier. Ich meine, die roten liegen ja auch irgendwo rum. Die sammeln wir ja einfach. Hier gibt es aber auch Fische. Es würde mich auch sehr wundern, weil die Fische brauchst du ja trotzdem. Oder es gibt spezielle Vorkommen, die zusätzlich erscheinen, wo man angeln kann. Das könnte es auch sein. Oh, eine Erinnerung. Hat sich sogar gelohnt, dass wir einen Fisch rausgezogen haben. Cinderella! Juhu! Cinderella, Cinderella, Tag und Nacht, nur Cinderella. Sand. Also hier ist nichts, hier ist nichts. Achte darauf, weil es echt aussieht wie ein Teil des Charakters, als wäre das an einem Körper echt, wenn er sich gegen die Angel stemmt und die Flügel sich aufstellen als Unterstützung. Finde ich sehr cool. Okay, ja, wie gesagt, ich achte da gar nicht so drauf. Es ist ein Teil von mir. Nein, ich achte da nicht so oft beim Körper. Nein, aber ja, das Design ist schon immer sehr, sehr cool gemacht. Da gebe ich dir vollkommen recht. Und dass die Sachen dann auch im Prinzip... Die Physik dann auch logisch erscheint. Okay, wir haben jetzt hier kein spezielles Vorkommen. Kann auch sein, dass es das momentan, einfach keine gibt hier. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zane. Hallöchen. Grüße, ich hoffe, dir geht es gut und es ist ein wunderschöner Start in den Tag. Kürbisse könnten wir wieder mitnehmen. Ich sehe schon was anderes. Und ich hasse diesen Fock, dieses Ding hier. Hä? Gut, wir haben einen Kürbis mitgenommen. Wir ernten später Kürbisse ab. Ich mache hier lieber langsam und nicht, dass ich die Felder hinterher abernte. Gute Besserung weiterhin, wir sehen und einen wunderschönen guten Morgen, liebe Donkey. Hallöchen, auch dir einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, auch dir geht es gut und es ist ein wunderschöner Start in den Tag. So. Wird das hier etwas sein? Das sind auch die normalen Vorkommen hier. Oh, mit der Spitzhacke kann ich nicht angeln. Mal probieren. Nee. Wieder eine Erinnerung. Heute läuft's aber damit, was? Frozen. Ja, gucke mal. Oder im Deutschen die Eiskönigin. Ist das auf einmal so... Hilfe, ist das auf einmal neblig. What's happening? Aber immer noch keine... Diese roten Blumen immer. Immer noch keine Vorkommen für die blauen. Ah, warte mal, hier ist was. Ist das vielleicht eine blaue Anstecknadel hier? Silent Hill öffnet sich. Oh, Silent Hill, auch so coole Spiele, ne? Von den alten Silent Hill-Teilen habe ich tatsächlich Let's Plays gesehen. Okay, ne, es ist nur eine Smaragdflasche wieder.
Sehr geiles Spiel auf jeden Fall. Was? Nala und Simba sind Geschwister? Was? 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 Also rote Anstecknadeln finden wir, aber blaue nicht. Kann auch mal hier versuchen zu angeln, aber... Steht da, Tessa noch irgendwas bei, von wegen, dass man irgendwas Besonderes beachten muss dabei? Das hier. Einmal Pilze essen, einmal ein paar Beeren essen. Ich habe gar keine Lust zurückzugehen. Ich muss die Sachen eh verkaufen. Da steht sonst nichts, okay. Aramite Head ist schon cool. Aber ich sag mal, wenn wir hier random angeln müssten, hätten wir doch 100 Pro mittlerweile schon. Was rausgezogen und. Den Fischvorkommen einfach drin, kann ich mir nicht vorstellen. Siehst du aber den Flügelchen? Dankeschön. Ist mehr oder weniger auf Geheiß des Chats diese Flügel geworden. Hier ist wieder unser Loch, was wir nicht abbauen können. Also wundert euch nicht. Ich habe das gesehen, aber ich kann es nicht wegmachen. Ich nehme mal gerade hier wieder ein bisschen Zeugs mit. Vielleicht ein bisschen was auffüllen wieder. Und bist du auch zufrieden damit, hoffe ich. Ja, klar. Hätte ich das gar nicht gewollt, wäre das ein Unding für mich gewesen, hätte ich es gar nicht gemacht. Alles gut. Ah, in den weißen Kreisen. Okay, dann müssen wir das nochmal probieren. Dann ist es doch in den Fischvorkommen. Die beiden, die wir vorhin rausgezogen haben, da war ja nichts drin gewesen. Vielleicht war ich auch einfach zu ungeduldig dabei. Ah, ja. Blaue Anstecknadel. Dankeschön. Ich sehe nichts. Ding ist halt, wir kriegen nur nicht immer blaue Anstecknadeln raus. Ich habe gerade das Rezept gar nicht im Kopf, wie viel wir brauchten. Ich glaube ein paar aber. Blue Anstecknadel. Es gibt übrigens einen Code zum Einlösen, Parkfest 24, da kriegst du nochmal so drei Sachen, falls du die noch nicht gemacht hast. Wo muss man die denn einlösen? Im Internet? Cool. Hier glaube ich. Kann man denn irgendwo was eingeben? Irgendwo in-game? Snaps, Belohnung, Herausforderung, Abstimmung, Belohnung. Das ist anderes. Mondsteine, Traumbündel. Ehrennacht, empfohlen. Aus V8 Café sieht auch sehr cool aus. Pitys elektrische Drachenflügel. Christophs Königsanzug. Na, guck mal, hier kann man sich zum Beispiel noch den Donut als Ranger kaufen. Den gab es auch mal bei irgendeinem Sternfahrt. Ein Pilzhaus! Oh, wie cool! Wir können ein Schlumpf sein! Ja, schau gerne mal nach. Also, ich würde es ja gerne machen, aber ich glaube, in-game geht das nicht. Ich wüsste nicht, wo man das hier machen sollte.
Zeugs mitnehmen. Ich angel gerade mal ein paar blaue Anstecknadeln. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Boomer. Ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut. Dieses Horror-Game hatten wir gestern, wie du weißt. Wieder eine Erinnerung. Heute läuft es aber mit Erinnerung, ne? Wir erinnern uns an sehr viele Dinge. Das ist Mirabelle. Also Encanto. Im Menü unter Einstellungen dann auf Hilfe und da soll er einen Code eingeben. Okay, Einstellung. Hilfe? Ach, jetzt mal im Ernst, wer guckt denn unter Einstellung und Hilfe, um einen Code einzulösen? Okay, wir können es ja mal machen, wenn wir das jetzt... Parkfest 24. Der Code existiert nicht. So viel dazu. Der hätte ich auch niemals geguckt. Nee, ich... Ganz ehrlich, ich hätte es auch nicht gefunden. Vielleicht schon abgelaufen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Naja. Schlimmchen. Schreibfehler. Parksfest 24. Ah, okay. Wir probieren es nochmal. Parksfest 24. Der Code wurde eingefordert. Du wirst deine Belohnung bald in deinem Briefkasten finden. Dankeschön. So wird ein Schuh draus. Voll gerne. Ah. Wie in so einem Internetshop mit diesem 24. Ah. Oh, Moment. Ich lasse den roten mal. Ja, gut, es sind gerade keine weißen da. Dann würde ich jetzt erstmal was anderes machen. Wir wollten ja eigentlich immer noch die Aufgaben. Blablabla Früchte. Wir wollten noch Sachen an unseren Space Ranger geben. Wo ist denn Buzz? Buzz Lightyear. Ja. Doch da. Nach Hause. Hä? Ich kann meine Post bei Merlin aus dem Briefkasten rausholen. Eröffnungstag des Dreamlight Parks. Hier sind einige neue Gegenstände, mit denen du dir einen Vorsprung beim Bau deines eigenen Disney-Parks im Tal verschaffen kannst. Sammle diese Gegenstände und beginne damit, deinen Park für die Öffnungsfeier vorzubereiten. Juhu, ein paar Gegenstände. Geil. Hallo, gibt's was zu berichten? Ich hab was für dich. Diese Blume wolltest du haben. Und ich glaube, ich habe den Amethysten gar nicht rausgenommen. Moment. Ich wollte Sachen ablegen. Und dann bin ich irgendwie über die Anstecknadeln gestolpert. Es gibt übrigens auch sehr coole Eternal Fantasy Emotes, wollte ich nochmal sagen. Ups. Alles klar. Ein bisschen Platz machen. Kürbisse brauchen wir nicht. Das kann weg. Das hier. Auberginen haben wir auch voll. Ansonsten hatten wir nichts weiter. Dann Fischer. Das muss ich auf jeden Fall kurz verkaufen. Krims brauchen wir auch nicht. Zack. Hier rein, blaue Anstecknadeln. Scheiße, ich hab keinen Platz, Mann. Ein glänzender Amethyst. Haben wir mehr von als von den glänzenden Zirkons. Dann würde ich den mitnehmen.
Geben wir Bas nochmal eben das zweite Geschenk. Hallo. Guten Tag. Was für dich? Bitteschön. So, das hätten wir. 10 Münzen einsammeln. Gibt der Frau von der Weide ein Lieblingsgeschenk? Okay. Können wir heute nicht abschließen, aber machen wir zumindest schon mal. Ach Gott, ey. So, was möchte denn die Frau von der Weide gerne haben? Der Chat bespaßt sich gerade wieder selbst, deswegen nicht wundern. Die Frau von der Weide hier. Zitrin, Spargel, Kartoffelsuppe mit Lauch. Zitrin, Spargel, Kartoffelsuppe mit Lauch. Zitrin haben wir mehr als genug. Spargel haben wir sicherlich auch. Jawohl. Und eine Kartoffelsuppe mit Lauch machen wir mal schnell. Ursula von der Weide. So, ich glaube, die galt als Hauptgericht, meine ich. Ja, hier. Nein. Sind doch Vorspeise. Okay, schon soweit. Kartoffelsuppe mit Lauch. Okay. Du brauchst so einen Drachen. Ich habe andere tolle Emotes. Bevor ich es jetzt vergesse, verkaufe ich erstmal den ganzen Kappes, den ich jetzt dabei habe. Schön, dich zu sehen. Hallo, Goofy. Goofy, wusstest du, dass es Menschen gibt, die dich hassen? Kochen mit Meeresfrüchten. Wo ist denn Gotel gerade? Natürlich einkaufen. Sogar der Streamer ist toll. Was? Was? Wieso hat das so lange gedauert? War nur Spaß. Hier ein Zitrin. Guten. So, dann habe ich für dich Spargel. Das Huhn heißt Hey Hey, was mir hinterher wackelt. Und das stammt aus Vajana und ist toll. Du darfst nicht in der Sonne bleiben, Schatz. Schadet nur deinem. So, dann haben wir das auch mal erledigt. So. Ne, hey, hey. Einfach der Beste. Okay, Aufgabe hier, ein paar blaue Früchte. Sind die wieder schon? Ja, die sind wieder respawn. Sehr gut. Und übrigens ein zweiter Teil. Ja, bin ich noch nicht so von überzeugt, ehrlich gesagt. Weil das halt, zweite Teil sind nicht unbedingt immer gut. Hinterher. Koche ein fast perfekte Vorspeise. Laudere mit dem Sheriff der Stadt. Das können wir auch nochmal schnell machen. Das lässt sich schnell erledigen. Muss ich mir Vajana so anschauen. Vajana, also zwar so mit I geschrieben, nicht mit J. Aber ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Sehr, sehr geiler Film. Hi, Junge, bin ich froh, dich zu sehen. Du scheinst verwirrt zu sein. Sag mal, Kipper, gibt es hier ein Lieblingsspielzeug?
Dafür bräuchten wir ein Kind, das ein Lieblingsspielzeug hat. Ah, stimmt. Ich muss sagen, es ist etwas seltsam, zu einer Gemeinschaft zu gehören, bei der Kinder nicht im Mittelpunkt stehen. Ich find's hier wirklich cool. So, das haben wir auch. Baue etwas Glänzendes und Grünes auf der Lichtung oder im Wald ab. Ein Schmaragd. Okay, dann wurdest du das vergessen. Das würde ich halt immer noch mal gerne machen. Der zweite von der Ice Cream war zum Beispiel besser als der erste, fand ich. Aber bei Vajana ist sowas irgendwie auserzählt, finde ich. Ja, es ist halt eine in sich geschlossene Story einfach bei Vajana. Ich meine, du kannst natürlich einfach eine neue Story machen. Wenn ich zum Beispiel an König der Löwen denke. Da fand ich den zweiten Teil auch super. Und da war es eigentlich auch auserzählt nach dem ersten Film. Ich guck gerade mal, kann ich hier... Haben wir hier zufällig irgendwo einen Smaragd drin? Nee, nein, ich glaube gerade nicht. Ariel fand ich das auch. Der zweite Teil von Ariel war auch okay. Das stimmt schon. Es gibt von König der Löwen einen zweiten Teil. Es gibt sogar einen dritten Teil. Gab es nicht sogar auch einen vierten Teil? Aber den dritten habe ich selbst noch nie gesehen. Der dritte ist, glaube ich, nicht so gut. Das ist, meinten die Geschichte aus der Sicht von Timon und Pumba. Aber der zweite war echt cool. Und der zweite Teil von der König der Löwen gehört noch zu den alten Disney-Filmen. Der ist schon, weiß ich nicht, wie viel alt? 20 Jahre? Die wäre Mulan, aber der zweite Teil war auch so furchtbar. Ja, es, viele Filme werden halt... Da wollen sie zu viel im Endeffekt. Die werden nicht besser. So, ich komme auf der sonnigen Ebene. Ich suche immer noch Nachtdorn. Der erste Teil von Mulan war aber auch cool. Und ich freue mich schon drauf, wenn Mulan ins Dorf kommt. Weil ich gehe da hundertprozentig von aus, dass das irgendwann der Fall sein wird. Raus. Jetzt kommt ja die Vorgeschichte vom König der Löwen, also über Mufasa und das kleine Löwe. Ja, das sind aber nicht mehr diese Zeichentrickfilme. Das sind ja diese animierten. Wobei ich auch sagen muss, der animierte oder dieser Live-Action-Film von König der Löwen, der war auch sehr cool gewesen, fand ich. Den mochte ich auch. Dieser beste Film. Pocahontas. Mulan war, glaube ich, auch die erste Frau in Disney-Filmen, die auch mal so selbst reingehauen hat. Kann ich gar nicht so beurteilen. War sich mit Will Smith als Flaschengeist? Bin ich der Löwen? Also Will Smith als Flaschengeist ist Aladdin auf jeden Fall. Und ja, da hat Will Smith Genie gespielt. Den muss ich aber sagen, den fand ich nicht so gut, den Aladdin-Film. Weil die da doch das eine oder andere von der Story geändert haben. Also der Film als solcher war okay, aber jetzt in Bezug auf Aladdin, so wie man ihn halt kennt, den Disney-Film, war irgendwie nicht so geil. Verdammten Nachtdorn eigentlich. Wenn hier nirgendwo was ist, dann kann es ja nur noch auf der Lichtung sein. Letzter Ort, den wir noch nicht gesehen haben.
sie haben bei der Realverfilmung von Mulan Mushu rausgenommen? Aber Mushu ist doch einer der Hauptnebencharaktere. Das ist natürlich dann schon Murks. Kann ich dann auch nicht mittragen. So, ich nehme mal ein paar Blumen mit. Also dann, Lichtung des Vertrauens. Und hier haben wir die Nachtdorn. Und ich sehe einen Smaragd, das ist sehr gut. Vielleicht haben wir Glück und wir haben direkt einen glänzenden drin. Das war ein normaler, ne? Ja. Eine rothaarige. Wie war das nicht irgendwie Merida oder sowas? Ich meine, irgendwie den Namen so im Kopf zu haben. War das nicht irgendwas, was so in Großbritannien gespielt hat? Ich glaube, ich habe den einmal gesehen, den Film. Mit dieser rothaarigen. Merida, ja genau. Okay, hatte ich das noch im Kopf. Legende der Highlands. Das spricht auf jeden Fall für Großbritannien. Hä, wieso? Das hat eigentlich, ich habe das zuerst gesagt. Ich ja einfach wieder ignoriert werde. Nö, jetzt könnt ihr euer Danke sparen. Du bist beleidigt. Verschissen. So, haben wir hier denn noch irgendwo... Warum wächst bei Ursula vor der Haustür Pilz? Da ist eine Nachtdorne. Ich hab gesagt, der Film heißt Merida, glaube ich. Hä? Ich weiß gar nicht, wie die Frau heißt. Ich glaube, sie heißt auch Merida. Ich glaube, das ist ein dasselbe in dem Fall. So. Inventar voll. Ich habe das Gefühl, wir waren noch gar nicht wirklich produktiv heute. Es hat nur irgendwelches Zeugs gesammelt. Ich muss mal ein bisschen Modder wegmachen gerade. Kann ich da noch mal ein paar Wege gerade bauen mit Modder? Schlammiger Pfad. Wofür brauche ich denn Modder? Ach hier, Lehm, sonnengetrocknete Erdstraße. Habe ich überhaupt die oder habe ich die andere? Muss gerade mal eben gucken. Möbel. Ach, ich kann jetzt nicht hier drin gucken. Oh mein Gott. Verwirrt. So, wenn ich aber schon draußen bin, dann kann ich auch mal eben... Also mal mit Tastatur geht ein bisschen schneller. Okay, wir haben die normale. Mehr wollte ich doch gar nicht wissen.